Yo, ihr Chiller, hey ho Minecraft-Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge von Captive Minecraft 3. Erstmal, hey ho, ihr Villager-Buddies, hey ho, ihr Villager-Buddy-Concrafter. Da ist schon wieder so ein Bären, Ne, Bären ist nur wo der ist mit Bären? Dem. Ach, das war der auch, Mann. Ich möchte ihn einmal in die Kamera bekommen. Nur nee, einmal, das war, ich, Bernd, ich feier Bernd. Zombie. Das war auch ein ganz normaler Zombie. Bernd? Bernd ist so besser, Mann. Bernd Stromberg? Ja, das ist ja schon hier toll, ja. Das muss ich schon sagen. Hier ist halt echt alles geflutet. Wir sollten das eventuell oben mal das Wasser stoppen. Unsere Treppe ist eh totaler Scheißhaufen. Ja, wir wieder sowas mit Lianen, Ja, aber Lianen haben wir leider noch. Oh, doch, wir haben Lianen. Wir können eine Schere machen. Das mache ich jetzt. Machst du das hier oben zu oder willst du Lianen machen? Hol du mal Lianen. Okay, baue mal einen Gang. Baust du das da oben Obwohl, zu? Ich baue vielleicht einen Gang, aber nee. Oh, Bernd! Was? Ich möchte Bernd angucken, geh mal runter. Das war wieder nur ein ganz normaler Zombie. Ich sag nur mal direkt Bernd zu denen. Oh Mann, Blöd, Bernd. Meine, Leute, Zombies sind ab sofort nur noch Bernd. Hilf mein bitte. Arm schläft ein, aua. So. Ich habe einfach fast. Ey, ich habe 1,5 Herzen, ich kann so nicht nach unten. So, also. Ja, das macht ja schon mal. Ich habe 1,5 Herzen, so kann ich doch nicht nach unten gehen. Ich regeneriere nicht mal. Ja, YOLO. Was soll ich das jetzt machen? Ah doch, jetzt. Nee, ich regeneriere immer noch nicht. Ja, du musst für immer da oben bleiben. Du bist jetzt da gefangen. Was mache ich denn jetzt? Ja, einfach mal runterkommen. Von deinem hohen Ross. Nö, gar keine. Okay, nice, dann komme ich jetzt runter. Ich stürme wir den Palast. Aua! Runtergefallen. Ich baue mir mal eben hier so einen Tunnel, wo die. Guck mal hier. Hier sollen die Lianen rein, ne? Merkt ihr das? Hier oben, wo ich gerade bin. Mhm. Ich mach mal eben eine. Scissor. Scissor. Hast vergessen. So, ich nehme jetzt einfach mal hier diese Lianen ab. Und hier. Und dann kommen wir hoch am besten. Die hier unten kann ich auch noch mitnehmen. Dann zeige ich dir so, 7 Lianen habe ich. Das reicht erstmal. Also die wachsen ja eh von alleine. Hier, hier anpflanzen. Und dann machen wir da den Gang fertig. Das andere dann zubauen. So, bis hierhin kommt man. Genau, und dann wartet mal. Wir machen das einfach mal, dass wir jetzt hier den Gang ein wenig schöner ausbauen. Sprich, so, jetzt müssen wir nach oben, eine Etage weiter nach oben gehen. Ja. Über die Treppe. Boah, aber es wird richtig gut, glaube ich, wenn wir es erstmal haben. Hoffentlich, dann können wir diese Kacke hier auch... Oh, aua! Sorry, er möchte mich schon wieder töten hier. Das finde ich nicht gerecht. Du bist nämlich reingelaufen, Mann. Ja. So, warte, das hier können wir jetzt mal abbauen. Jetzt können wir auch endlich diesen Spawner dann richtig ausleuchten, vielleicht. So, dann sieht das Ganze hier mal ein bisschen schöner aus. Guck hier, wir müssen uns merken, hier ist Leben. Und das verdecke ich jetzt. Oh Gott. Aber YOLO. Verdammt, ey. Ja, egal. Also, Freunde, wenn wir es nicht mehr wissen, schreibt uns. Dann so, weiter da nach oben. Weiter. Machen wir das hier auch mal zu. Da können wir auch noch... Was ist das denn? Wie kommen wir da hoch? Okay. Conny, wo ist die Treppe hin? Welche? Ach, Ich meine, hab ich gesagt, dass die gerade abgebaut hat. Nee, sag mal. Ach, hast du die abgebaut? Ja, ich hab gedacht, wir brauchen die nicht mehr. Das dauert, obwohl die Lianen, die wachsen ja voll schnell, aber trotzdem, wir brauchen noch irgendwie jetzt einen Weg nach oben zu kommen. Ja, warte, hier. Da, geht Dankeschön. Zurück. Ja, super. Du bist, jetzt sieht's einfach noch hässlicher aus als vorher. Ich muss mir jetzt die Stelle merken. Also, hier geht's dann lang. Es sieht einfach richtig schrecklich aus. Oh, hier ist wieder so ein Bernd. Oh nee, Bernd. Aber kein Bernd. Bernd das Brot. Hier, bei dir in deinen Folgen spawnt nie ein Bernd. Das ist richtig traurig. Ey, auf einmal ist das Wasser weg hier, ne? Und ich habe schon wieder Leben gefunden, krass. Ich habe das Wasser weggemacht. Hier ist ein Schleim, oder? Ich höre Slimes. Ich auch. Ich dachte schon, du keulst nebenbei einfach mal ein. Oh, doch kein Bernd. WTF, ey. So richtig komisch. Alter, das hört sich richtig ekelhaft an. Naja, egal. So, was machst du denn? Oh, sorry. So, also, wir müssen jetzt weiter nach oben. Das heißt... Ich wollte... Hier, das hatten wir als Weg. Mr. Produktiv. Halbes Herz. So, also... Alter, ich was sind das für komische Geräusche? Ich weiß auch nicht, auf einmal kam so... Geh du mal alleine bitte weiter. Oh Mann. Warte mal, ich muss mal die Stelle merken. Also, hier geht's dann hoch. Okay. Geh du mal. Was sind das für Geräusche? Ich stell mich jetzt... Hey, ich mach die einfach mal laut. Das kann doch nicht sein. Mann! Oh nee, ey. Komm mal hier hin. Stell dich mal hier hin.
sag mal, kein Ton, stell mal deine Minecraft Ingame-Musik auf komplett laut. Auf 100%. Ja, Alter, man hört einfach so Zombies, dann hört man so... Dann wir so ein... Sterbende Federmäuse. Dann wir so ein... Oh, vom Zombie. Und hier ist ein Leben in der Wand. Warum haben wir das nicht gesehen? Nee, ich mach die mal wieder ein wenig leiser. Das reicht mir auch schon wieder so. So, warte, jetzt generiere ich erstmal wieder. Jetzt. Ich habe jetzt ein halbes Herz. Jetzt habe ich schon ein Herz. Jetzt schon eineinhalb. Schön, jetzt läuft. So, ich warte jetzt ein Momentchen und dann komme ich mit hoch. In der Zeit kann ich ja hier noch ein bisschen was abbauen. Einfach mal, damit das Ganze hier so ein bisschen auch... Wir wollten ja eigentlich in der heutigen Folge noch ein wenig erkunden gehen. Lehm. Lehm, oh ja, das ist immer gut. Lehm ist der beste Block in Minecraft. Ja, wir wollten eigentlich erkunden, aber dann kam ja dieses Wassermalheur. Das Malheur. Malheur. Dann kam ja immer mal Wasser da rausgeflossen, wie es immer aus meinem... Ja, genau. Oh Mann, ey. Wie geht's eigentlich unseren Lianen? Ja, denen geht's gut. Oh, und ich habe schon wieder Lehm gefunden, also. Schön, schön. Seitdem ich heute beim Ikea überall Pflanzen gesehen habe, kann ich Pflanzen eigentlich nicht mehr sehen. Und eine Pflanze hieß Bernd und diese Pflanze habe ich mir gekauft. Davon kann ich ja nachher mal ein Bild auf Twitter hochladen von dieser Pflanze. Und deswegen habe ich die ganze Zeit Bernd im Kopf. Und deswegen heißen die Villager auch. Oh! Oh, der hat mich da erschreckt. Hui. Ich dachte schon, oh Bernd, nein. Oh Mann, Alter. Das, nee, ey, es spawnt halt echt kein Bernd. Ja, voll ungerecht. Ja, aber schau hier, ich bin hier gerade ein wenig den Gang am Erweitern. Boah, der Gang, der geht aber schon echt weit nach oben. Sehr gut. Ehrlich? Was sind das für Geräusche? Ich näher mich. Oh Gott, hier ist so ein Tintenfisch. LOL. Der Tintenfisch ist hier gerade runtergefallen. Der Tintenfisch ist gerade... Wir müssen runter. Wir müssen runter. Spring hier runter. Guck mal. Oh. Yo. Wo und die Liane haben mich ange... Komm runter, komm den Lianengang runter. Hilfe, Hilfe. Kann man da runter, kann man da runter? Ja, kannst du. Hier ist so ein Tintenfisch. Nee, das ist ein Guardian. Oh, das ist ein Guardian. Das sind zwei. Das sind diese Meerestempelwacher. Aber an Land sind die nicht so... Ah, die sind ja voll stark. Ah, Junge, die fokussieren halt auch direkt. Das kann's doch jetzt nicht sein. Aua. Ah. Ich bin tot, lol. Hab deine Sachen. Ja, gib mir die schnelle Sachen am besten. Ich hab auch. Er ist tot. Lol. Ich dachte schon so Tintenfisch. Warum rastest du denn bei dem Tintenfisch so aus? Prismarinsteinscherbe habe ich gekriegt von dem Typen. Und jetzt habe ich zwei Schwerter. Warum habe ich zwei Schwerter? Weil du mir eins geben musst. Ich hab aber die ganzen anderen Sachen. Weißt du, der kommt einfach da runtergesprungen. Voll krass. Hast du die Schere dabei? Dann gib mir die mal am besten mal. Ich dachte so, yo, du so, yo, Tintenfisch, fuck, Mann. Ey, hier sind auch noch Lian-Gomme. Komm mal runter. Okay. Und ich hab deine Spitzhacke. Hier, da. Ich guck da. Ja, danke, danke, danke. Rechts, links, daneben, ey. Oh ja. So, ich packe jetzt hier nochmal die paar wichtigen Sachen rein, die wir bekommen haben. Oh, da haben wir es einfach mal mit so einem Villager-Boss. Oh, nee, das waren ja gar keine Villager, das sind ja Tintenfische. Ja, es war schon gut. War schon? Also, ich hab die noch nie gesehen in Minecraft. Deswegen... Allein unser Gang, dass man da einfach runterspringen kann. Richtig geil. Also irgendwas habe ich falsch gemacht. Ja, ich habe was falsch gemacht. Moment. Ja, es ist aber echt gut, nur man kann halt nicht hochspringen. Das ist die Sache. Das ist das Ding. Das wäre cool, wenn wir hochspringen könnten. Stell jetzt mal vor. Ich schau mal ganz kurz nochmal in die Chest nach. Ey, wir haben so viel Clay. Oh, ja, komm. Hau ab hier, Kollege. Ja, wir haben echt schon einiges. So viel Clay. 17 Clay. So. Und Leute, wir sind immer noch auf eure Hilfe angewiesen. Also immer, schreibt gerne eure Tipps in die Kommentare. Zum Beispiel, was wir da in diesem Tempel am besten machen sollten. Vor dem Beginn der nächsten Aufnahmesession lesen wir uns das Ganze dann durch. Oh, jo, und Prismarinschad, ne? Das hatten wir echt noch nicht. Genau, was kann man damit machen? Das werde ich, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, was man damit so machen kann. Besonders hier jetzt bei der Karte. So, was macht man jetzt hier? Hier haben wir irgendwie so einen komischen Tunnel. Potato, Eisschad, weiß ich auch nicht, was man mit Eisschad machen soll. Brauchen wir eigentlich diesen Zombie-Spawner hier oben? Der ist doch eigentlich Quatsch, oder? Das spawnen ja einfach nur dauerhaft Monster, obwohl wegen Nahrung. Den behalten wir nochmal. Was denn den? Ja, das ist dann quasi zurzeit unsere einzige Nahrungsquelle, ne? Ja, geil. Das ist ein bisschen doof. Warte, ich bring dann hier oben nochmal einen Ofen an. Nee, der so, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ich glaube, ich baue den Tunnel weiter aus. Wir haben schon ein bisschen harten Clay jetzt, habe ich zusammengebastelt, aber
Halt so eine Rose wäre wichtig und Lapis Lazuli auch. Okay. Und ich denke, oh, ich dachte immer, ich denke immer, wenn irgendwas im Chat steht, denke ich irgendwie, du stirbst. Ja, ist aber echt gerade so eine passende Stelle dazu. Ich bin gerade in irgendeiner unausgeleuchteten Höhle. Hier ist auch noch ein Zombie, das ist auch sehr schön. Der stirbt jetzt aber erstmal. So, ich habe jetzt schon mal unseren Lianentunnel auf die Höhe gebracht, wo wir auch vorhin waren, sprich in diese Etage mit diesen komischen, ja, Gängen, die in diese Wassertunnel führen. Okay. Da habe ich schon mal den Gang hingebaut. Das ist gut. Ich habe hier gerade noch ein bisschen Kohle gefunden, das ist auch ganz schön. Oh nein, oh nein, oh nein! Creeper! Pass auf, pass auf. Okay, er ist tot. Nice. Ich baue mal unseren Dings, den wir hier haben. Ich bin ja immer so der Fan vom Schöner bauen. Ja, wollen wir nicht eventuell, das könntest du jetzt gerade mal machen. Einen Erfolg kannst du mal eben machen, dann bist du auch, dann sind wir beim Gleichstand. Bau doch einfach mal eine Schiene und mach dann einfach schnell den Erfolg mit 1 Kilometer fahren. Ja, das willst du wieder, dass ich den beschissensten Erfolg mache, ne? Ja, dann mach ich den. Wie soll ich ihn machen? Ich mach schon, aber nur ich bin mir da nicht sicher, ob wir nicht eventuell irgendwann Schienen bekommen. Ja, aber wir haben, ja komm, wegen, also da muss also, man ja nicht geizen, oder? Wegen den paar Stücken Eisen. Letztendlich komme, dann könnte man an die Truhe hier oben ran. Wir kommen auch so an die Truhe. Und wenn da jetzt Erde drin wäre. Kennst du noch den Trick, wie wir an die Truhe kommen? Ja, stimmt. Sollen wir den anwenden? Ist es ja nicht cheaten. Nö. Ich habe hier schon Clay. Oh, yo! Rose Red direkt in der Truhe gewesen. Auch sehr schön. Da ist ja direkt mal Rosenrot drin. Das brauchen wir nämlich für diesen Turm. Diese Clay-Statue. Und jetzt am besten in einer anderen Kiste noch Lapislazuli. Das heißt, wir brauchen keine Rose mehr, oder wie? Nee, das haben wir jetzt quasi. Geil, Leute. Endlich. Nur ganz nice wäre halt noch Lapislazuli. Oh, und da ist Lapislazuli. Ey, wir können Monument machen. Ey, wir machen immer nur Monument in deinen Folgen. Junge. Naja, aber in deinen auch. In deinen auch, okay, ich komme schnell runter. Aber warte, oh, ich springe den Lianenweg runter. Oh weia, kann. Oh, überlebe ich das? Ja, ich überlebe das. Locker, easy. Voll cool mit dem Gang. Was machst du hier oben? Der guckt hier nur, oder was? Komisch. Purple die. Purple stirb. Du bist für mich so ein wenig unser Experte für die ganzen Monumente irgendwie, weil ich habe noch nie wirklich mich mit dem Färben von Steinen und so weiter beschäftigt und du bist hier schon voll gut aufgestellt. Wir kommen da ja nicht mal dran. Fällt mir gerade so auf, wir kommen da ja gar nicht dran. Die Sachen haben wir. Guck, ich habe hier, da ist das 3 Purple Dye und dieser Purple Stained Clay und den müssen wir nur da draufsetzen, aber dafür brauchen wir noch 2 Erfolge. 2 Erfolge? Ja, stimmt. 2. Oh. Ja, gut. Aber ich sehe schon, ich nehme mal kurz die Kiste hier nochmal. Wollen wir uns nicht eine Schiene bauen oder wo sollen wir keine bauen? Leute, sollen wir uns eine Schiene bauen oder nicht? Und dann auch direkt ein Minecart. Aber in die Kiste kommen wir auch nicht dran, weil da ein Block drüber ist. Das ist auch ein bisschen doof gerade. Wir können oben noch an die Truhe ran. In der ganz obersten Etage. Aber bis dahin ist der Weg nicht länger. Oder wollen wir uns eine Schiene? Wir können auch gerne Schienen bauen. Ja, ich mach das mal. Ich mach das. Ich habe Angst, dass hier was spawnt, weil ich das Ganze jetzt so großräumig mache. 16 Schienen, alter Falter. Wie teuer ist die? Also das Eisen ist egal, aber das Holz ist wichtig. Genau, 1 Stick, mehr nicht. Okay, dann geht's eigentlich noch. So, also ich baue mal hier ganz gut, ey. Die kleine Strecke. Oh, soll ich herrlich. Mich reinsetzen? Habe ich früher auch in meiner gemacht. So, ich bin drin. Ey, yo! Guck mal, was hinter den Lianen ist. Das ist echt der Endraum schon direkt. Aber bau den wieder zu. Bau den zu wegen den kleinen Viechern. Wie heißt der nochmal? Silberfische. Ja, genau. Und schubst mich mal an. Da waren auch richtig nice Sachen drin, Alter. Potion of Leaping, das ist Jump Boost 2. Jump Boost 2, Prismarinkristalle und Emeralds waren da drin. Herr Crafter, könnten Sie mich bitte anschubsen? Warte mal. Dankeschön. Können wir nicht einfach irgendwie so? Nee, dafür braucht man eine Power Rail und die kostet Gold. Ach, Mann. Naja, aber wie viel Strecke? Schätz mal, wie viel habe ich schon geschafft? Ich weiß nicht, hast du schon meine Statistiken geguckt? Ich gucke ja gerade nach. 200 Meter? Ich habe gerade getauchte, gekletterte, gefallene, gesprintete, na, wo steht's? Gelaufene Strecke auch nicht. Alter. Ja, findest du es nicht? Ah, in Lore gefahrene Strecke. 118 Meter habe ich gerade gehabt. Oh Mann, das ist wieder so langwierig. Und jetzt habe ich 239 Meter. Anschubsen, bitte. Das schaffen wir noch.
Locker schaffen wir das. Ole, ole, ole. Aber es wird halt wieder dein Erfolg, das ist ein bisschen traurig. Jetzt setzt du dich wieder weiter ab. Und ich habe wieder einen Erfolg. Das heißt, ich führe dann mit 7 Erfolgen und du dann hast dann gerade die 5 Erfolge. Ich habe 5, ja. Okay, aber ich glaube, du holst noch auf. Irgendwie habe ich das so ein Gefühl, dass du bei Captive Minecraft 3... Das wäre schön, wenn es so eine Monumente-Tabelle mal gäbe. Ja, das wäre... Das wär mein Ding, ey. Oh Mann. Ich habe mich echt... Seit Captive habe ich mich so mit Färben auseinandergesetzt und auch mit Brauen von Getränken. Ich habe uns da ja Unsichtbarkeitsscheiße gemacht und so, ey. Ja. Und dann, der war so dumm, dann fliegt einfach so ein Pumpkin-Kopf rum. Beim nächsten PvP-Event bist du der Oberbabu. Da kennst du dich einfach direkt aus und weißt, wie es geht. Wie viel hast du schon? Ich habe gerade 480 Meter. Also knapp die Hälfte jetzt. Jetzt gerade, du hast aber richtig Speed drauf. Uiuiui. Ui, ui. Jetzt auch wieder. Ich glaub, let the dogs out! Oh, Alter. Uff. Ich dachte, du fliegst auseinander wegen der Schnelligkeit. Oh, ja, dann change wir mal die Richtung. Gleich so minus 100 Meter. Alter, das wäre heftig. Schub's mal an. Ja, ich bin dabei. So, und so jetzt. Okay, ich habe gerade in Lore, was? Ah, 600 Meter habe ich gerade. Ja, wollen wir über ein Thema reden? Komm, über ein Thema. Facecam, das ist das Thema, das ich noch nie angeschnitten habe, noch nie drüber geredet habe oder sonst was. Das beste Thema für einen Titel überhaupt. Das beste Thema überhaupt. Oh ja, der Changer, ab geht's in die nächste Richtung. Aber wir haben es gleich geschafft. Pass auf, wir sind jetzt bei 800 schon? Nee, bei 700 Metern. Und wieder die Richtung Jane, du wirst richtig besoffen hier, wenn ich hier mal so. Ich mal Karussellführer wäre. Boah. Ich glaube, da wird keiner mitfahren. Vor allem, ich verbrauche hier... Dann würdest du die Deutsche Bahn noch mal ein wenig verbessern, da werden die Wartezeiten noch deutlich länger. Da würden plötzlich jeden Tag alle Züge ausfahren. Jetzt bist du aber gerade schnell, ey. Jetzt warst du gerade richtig schnell. Dann change das Ganze mal wieder hier. Hast du denn damals in deiner Kindheit auch viel mit solchen Loren gebaut? Ja, habe ich auch immer Facecam gemacht nochmal. ja, ich habe... Wie in meiner Kindheit. Ja klar, ich saß mein ganzes Leben lang in der Lore. Ich war auch schon damals Lokführer. Nee, aber ich meine jetzt so miniaturmäßig, so ein paar. Achso, Dampfmaschinen. Also bei mir war es so, ich habe schon ganz gerne immer mal. Ich hatte irgendwie so ein Set mit solchen Holzspielzeugen, irgendwie mit so einer Holzlok und da habe ich mir immer schöne Bahnen zusammengebaut und so. Ich hatte auch damals so Modelltrecker und dann haben wir immer meinen Teppich, hatten wir dann so als Feld angesehen. Dann haben wir da immer so getan, als wäre das Weizen. Da macht ihr die coolsten. Oh, das Weizen, wir handeln wenig. Ja, wir handeln mit Weizen, mit dem Wildschatz. Humba, 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 Humba. Ja. Nein, perfekt, Leute. Das wär's auch dann direkt für diese Folge. Einen weiteren Erfolg geschafft. Mal schauen, welche Truhen wir damit jetzt... Guck mal hier, wir könnten jetzt theoretisch an diese beiden Truhen ran, ne? An welche? An die beiden. Aber das machen wir in deiner Folge. An denen waren wir schon. Echt? Da hab ich doch die Sachen rausgeholt. Nee, du warst hier vorne an der Truhe. Nee, da bin ich nicht rangekommen. Ich war an den beiden und da waren die Sachen dran für dieses Purple Stained Clay. Ach so, okay. Nur ja gut, Leute. Also, wenn euch die Folge gefallen hat, dann wäre auf jeden Fall eine Bewertung klasse. Concrafter, ich überlasse dir jetzt mal die letzten Worte hier für die Folge. Ich sag jetzt schön mit Ö. Ich wollte nochmal sagen, dass mir das Ganze unglaublich viel Spaß macht. Ich bin froh, dass ich mir jetzt auch endlich mal einen Bogen gemacht habe. Hier, guck. Ich kann jetzt Pfeile schießen. Aber ich habe nur 3, das ist halt ein bisschen blöd. Und sonst würde ich sagen, es war halt... Oh nee, ich habe schon wieder einen Fall weggeschossen. Es war halt eine wundervolle Folge. Es hat mir wie immer Spaß gemacht, das Ganze hier zu spielen. Richtig unterhaltsam auch für den Zuschauer, denke ich, wenn man da die ganze Zeit in einem Minecart sitzt. Ich esse jetzt noch ein bisschen Zombie-Gehirne. Und was ist... Oh, du siehst ja schön aus von innen. Das ist ja echt knuffig. Braune Haare, Mensch. Ja gut, reinschauen.